Oh, oha, was geht denn hier ab? Warum sind denn so viele Kinder hier drin? Ich hab gerade erst angefangen. Freunde, damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tunefire. Herzlich willkommen bei Killer in Purple 2. Ich bin gerade leicht überfordert. Warte, ich muss einmal den Anzug anziehen. Wir müssen, wir müssen den Vorratsschrank ganz schnell auffüllen. Okay, warte, ich sammle mal gerade alle ein, die hier gerade noch frei rumlaufen. Es ist gleich nämlich schon 16 Uhr, dann wollen die ja alle nach Hause. Ich nehme mal schnell alles mit. Ich wusste nicht, dass die Location so voll ist. Meine Herren. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben auf das Video da. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr wisst, was Sache ist. tut es für die Kinder. Aber wir haben es ja eigentlich ganz gut, weil seit dem neuen Update hauen irgendwie die Eltern zwar um 16 Uhr ab, aber die Kinder bleiben noch hier. Das heißt, wir können jetzt hier noch ganz entspannt gerade eigentlich durchlaufen. Und halt, wie gesagt, das Vorratslager erstmal auffüllen. Aber ihr habt ja den Titel vom Video gelesen. Eigentlich haben wir ja was ganz anderes für heute. Aber die Moneten, die lassen wir ja nicht entgehen. Haha, nee. Die müssen alle durch den Kindersauger durch. So Leute, ich habe jetzt einfach mal alle eingesammelt. Das sind, glaube ich, nicht alle, die hier rumlaufen. Aber ist ja auch erstmal egal. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich ganz viel wichtigere Sachen heute in der Folge vor, weil wir werden uns heute auf jeden Fall endlich mal die Afton Robotics Location anschauen. Das hätten wir ja schon im letzten Video machen können, wir haben ja Juniors freigeschaltet, aber wir machen es heute im Video. So, kommt mal alle mit, sehr gut, so, wie viele sind das? Lass mal gucken, 19, das sind aber nicht so viele. Aber wir haben ja jetzt rausgefunden, Leute, wir müssen ja gar nicht warten, bis alle Kinder im Backroom sind. Wir können die ja alle hier drin einfach schon, ja, um die Ecke bringen, sage ich mal. Guck mal, wir können einfach hier durchlaufen. Wir können die einfach hier auf offener Straße abmurksen. Juckt keinen. Juckt niemand. Ist ja niemand hier. Was wollen sie denn machen? Mich aufhalten? Hä? Mich aufhalten? Ich glaube nicht. I don't think so. Okay, wir haben aufgeräumt. Ich hole mal den Sauger. Ah, der Boden ist ganz schmutzig. Ich muss hier ganz dringend saugen. Okay, let's go. Ich habe keine Ahnung, wie viel das sind, aber es sind bestimmt auf jeden Fall ist das nochmal der ein oder andere Dollar auf unserem Konto. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Was ist mit dir los? Du musst auch in den Sauger. Du auch. Alter, man kann den Sauger echt direkt mitnehmen. Leute, wir werden dem nicht so easy Kinder sammeln. Wir können einfach den Sauger mitnehmen und direkt saugen und aufräumen. So, wie viel sind das? Fast 100. Das sind nochmal fast 5000 Dollar. Richtig gut. So, Moment, wir müssen unser Auto wiederholen. Das Auto hat sich schon wieder in Luft aufgelöst. So, komm mit. Und dann fahren wir jetzt erst die Kinder wegbringen, snacken uns die 5000 Dollar rein und dann gehen wir zu Afton Robotics und schauen mal, was da drinnen so abgeht. Ich bin echt richtig gespannt. Ich habe keine Ahnung, was in Afton Robotics los sein soll, ne? Ich meine, wir hatten Sister Location, wir hatten Juniors, da kann man sich ungefähr vorher schon vorstellen, okay, da ist wahrscheinlich das und das drinnen. Aber Afton Robotics? Ich habe keine Ahnung, was da drinnen auf uns wartet. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal 4900 Dollar reicher. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und jetzt driven wir mal schnell darüber und schauen mal nach, was da so, ja, rumkreucht und fleucht. Ich bin echt richtig gespannt. Ihr könnt ja gerne mal mitraten. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, was wir jetzt in Afton Robotics drin finden. Wir haben ja noch nicht Golden Freddy und so gefunden. Ich schätze mal, dass Golden Freddy bestimmt mit dabei ist. Und vielleicht noch irgendwelche Animatronics in die Richtung. Aber warte, das müssen wir hier vorne aufmachen. Moment, stopp, halt an. Ja, ich muss hier vorne hin. So, wir gucken jetzt mal. Wir machen es auf. Afton Robotics. Let's go. Oha. Oha. Stopp, stopp. Was? Okay. Stopp, stopp. Stopp, 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 stopp. Okay, Leute. Was ich in der Fabrik hier... Work in progress. Können wir hier noch nicht rein? Okay, nee, hier können wir noch nicht rein. Wir sind in der Fabrik, Leute. Und ihr seht, hier steht Dumpster. Dumpster, also die Müllhalde, wo wir die Kinder hinbringen. Hier fahren die Kinder lang, die wir alle gesammelt und mitgenommen haben. Die fahren hier in die Maschine. Und das hier ist sozusagen, ja, ein Zerschredderer. Und hier hinten kommt Pizzateig, Käse und Salami raus. Und all das fliegt in Richtung Pizzamaschine.
Das heißt, wir zerlegen, wir schnappen uns die Kinder in unserer Location, schmeißen die auf der Müllhalde weg und dann werden die hier in Afton Robotics zu Pizza verarbeitet. WTF? Okay, Leute, ich habe ja echt mit vielen Sachen gerechnet, die wir hier vermutlich finden in Afton Robotics. Aber das stand garantiert nicht auf meiner Liste. Ich dachte, wir finden vielleicht irgendwelche merkwürdigen Animatronics oder so. Aber das hier... Nee, Mann. Aber hier ist noch so eine Luke im Boden. Open Secret Hatch. Hier kommen wir wahrscheinlich in noch irgendeinen geheimen Bereich der Fabrik. Was ist das? Okay, ich hab eine Lampe. Alter, wenn ich die Lampe ausmache, ist komplett dunkel. Wer ist das? Was ist das hier? Follow me. Hat gesagt, follow me. Okay, ich folge ihm mal. Wir können die bestimmt später noch erkunden. Keine Ahnung, wer das ist. Sieht aus wie irgendein Freddy, aber mit ganz komischen Farben. Follow me. Wo ist er hin? Er ist da unten. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt abgeht, Leute. Die Pizzamaschine hat mich jetzt schon stark traumatisiert. Nach rechts, nach links. Okay, wir gehen wieder hier runter. Ja, laufen wir im Kreis? Wir laufen doch jetzt fast im Kreis. Nee, hier ist eine Tür. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Open back room. Why are you all here? You killed us. We had a life. A family. And you took that away from us. And you will pay. Purple Guy und die Kinder. For the crimes you've committed. Wait, is that you? Henry? You really thought I was dead after that night. Henry. Where are you? Why did you even want to speak to me? I told you never to speak to me again. Yes, I know. Which is why I brought you up here. To do what, might I ask? To murder my last victim. You. Wait, what? Did you really think I would let you walk around after das ist what das you Blut did? Unten am Leuchtturm. William, please don't do this. You can still make all of this right. You're not a murderer. That's the thing, Henry. I am the killer in purple. William. Goodbye, old friend. Oha, das ist das Blut unten am Leuchtturm. Er hat ihn da runtergeschmissen. You may have thrown me off that lighthouse, but you never killed me. I escaped. I managed to research the animatronics and found out the souls of the children were in there. I told them I could help them get revenge after all these years, and eventually, they agreed. This was my plan all along. You don't think this job just fell out of the sky for you, did you? I knew you were still alive since your body was never found, so I knew you were coming back for me someday. In the last few months, I did some research, and what would you know? The souls of the children lived in the animatronics. When a soul is restless and it dies, it will find something to fill that restless part. For those children, that was revenge. Now I will take my revenge. Wait, William! Oh. Der Springlock-Anzug hat ausgelöst und William getötet. That was the last I seen of him. For a while. I locked the suit away. Never to be seen again. Soon after, Hurricane got abandoned because Fazbear Entertainment went under investigation and the city was closed down. Of course, everyone knows the story of Fazbear's rites and William returning from the dead after I locked him away, and his grandson, Jim, returning to the pizzeria in Hurricane, as well as that cursed park of horrors. But those are different stories. Until then, I want to thank you for listening to the crimes of William Afton. Go live your life knowing you helped finishing this story of the killer in purple. Oha!
Das war die ganze Story jetzt vom Game, die wir quasi, ja, erwischt haben, gesehen haben. Damn. Oh, da bin ich. Ich bin in den Credits. Ah, nice. Okay, damn. Wow. Also wirklich, wirklich, sehr nice gemacht. Wildes Game. Ultra, ultra cool geworden. Richtig nice Story. Ja, yeah, let's go, Leute. Okay. Aber wir sind ja mit dem Spiel trotzdem noch nicht fertig. Auch wenn wir die Story jetzt hier quasi hinter uns gebracht haben, sind wir natürlich noch lange nicht fertig mit dem Spiel. Obwohl wir natürlich die Verbrechen von William aufgeklärt haben, haben wir noch einiges zu tun. Oh, Moment, was passiert hier noch? Killer in Purple, Killer in Purple 2, Back in the 80s, The Living Nightmare, Park of Horror. Und was steht da? Was ist da rechts? The Parts Within. The Parts Within. Ah, okay. Ist das nächste Game von dem Entwickler? Von Golden Freddy Cinema? Er macht wirklich gute Spiele. Okay, da bin ich natürlich gespannt drauf. Kleiner Teaser hier für das nächste Game, was wir kriegen. Sehr nice, da können wir schon mal gespannt sein. So Leute, und wir sind jetzt hier wieder zurück. Wir haben die Story abgeschlossen, ihr habt es gesehen. Wir haben die, Verbrechen und Geschehnisse von Afton aufgeklärt. Das war die Story von Killer in Purple. Aber wie gesagt, wir sind hier noch lange nicht fertig. Wir haben noch nicht alle Animatronics freigeschaltet. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wir haben ja noch nicht Golden Freddy und noch irgendwelche Sachen fehlen. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles fehlt in unserer Liste. Ich meine, Fredbear und Spring Bonnie natürlich. Die sind in Fredbear and Friends drin, das wissen wir ja. Aber es fehlen ja noch mehr Animatronics. Es sind ja nicht nur die. Ich meine, ich gucke jetzt gerade nochmal bei Fredbear and Friends rein. Nicht, dass er da noch irgendwelche Animatronics hinzugefügt hat, die da auch noch drin sind. Wisst ihr? Nicht, dass wir da irgendwas übersehen. Aber wir sind jetzt hier in Fredbear's Family Diner. Und so, wie es aussieht. Oh, für die muss man jetzt auch kein Geld mehr bezahlen. Perfekt. Fredbear und Spring Bonnie gehen somit auch in unseren Besitz über. Und mehr ist ja hier in der Location auch gar nicht drin, ne? Ich meine, hier ist noch so eine Tür. Die ist aber zugewachsen, da kann man nicht durch. Und das war es ja auch ansonsten. Aber so haben wir auf jeden Fall Fredbear und Spring Bonnie jetzt auch, die uns behilflich sein können. Aber wie gesagt, es sind auch immer noch nicht alle Animatronics. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Golden Freddy halt, wie gesagt, hier im Spiel ist. Aber den müssen wir auch erstmal noch finden. Einige von euch haben jetzt schon gesagt, wir können das Flugzeug oder den Helikopter nehmen und damit wohl noch irgendwo hinfliegen und noch irgendwelche Sachen freischalten. Müssen wir mal schauen. Weil ich weiß halt nicht genau, wie viele Spots wir tatsächlich haben, die wir jetzt noch freischalten müssen. Aber es fehlen auf jeden Fall noch einige Animatronics. Es waren auf jeden Fall, wie gesagt, noch nicht alle. Und dann jetzt ja auch in der Story ja quasi William auch von dem Anzug zerquetscht wurde, müssten wir auch rein theoretisch jetzt vielleicht Springtrap irgendwie freischalten können oder so? Weiß ich nicht genau. Bin auf jeden Fall gespannt. Stopp. Halt doch an! Dieses Auto ist so räudig zu fahren. Guck mal, ich habe ganz da hinten angefangen zu bremsen. Die Mistkarre ist einfach gerutscht bis hier vorne hin. So ein Mistding. Also wir fahren jetzt erstmal nochmal hier hinten zum Flugplatz. Ich will nämlich einmal gucken, wie teuer das Flugzeug ist. Weil das will ich auf jeden Fall auch noch freikaufen. Flugzeugfliegen klingt ziemlich cool, muss ich sagen. So, das Flugzeug. Ah, dafür müssen wir alle 24 Animatronics kaufen. Stimmt, und dann ist das unlocked. Das heißt, wir haben bis jetzt erstmal nur den Helikopter als Fluggefährt, sage ich mal. Wir halten mal an. Weil der Weihnachtsmann ist natürlich auch hier wild on the road. So, ich steig einfach aus. Scheiß auf das Auto. Fahr von mir aus weg. Wir steigen mal in den Helikopter. Okay. Alter, wir können 3000 Meter hochfliegen mit dem Ding oder so. Okay, crazy. Wie fliegt man jetzt damit? Geht das so? Geht. Wir fliegen. Gar nicht so leicht zu kontrollieren, aber wir fliegen. Und wisst ihr auch schon, wo wir jetzt hinfliegen? Ich weiß, wo wir hinfliegen. Hier drüben ist ja unsere ganze Location. Da drüben spielt sich alles ab.
Da drüben ist unsere Pizzeria, da ist der Leuchtturm. Und ganz da hinten, ihr seht es schon in der Ferne, da ist dieses Haus, was wir auf jeden Fall noch finden und betreten müssen. Guck mal, wie weit weg das eigentlich ist, ne? Ich meine, da drüben, da ist Juniors, da unten ist unser Haus und da hinten ist das andere Haus. Damn. Aber wir fliegen jetzt mal dahin. Ich bin gespannt. Das will ich sehen. Oh, wir hätten hier abbiegen können. Man hätte auch mit dem Auto hinfahren können. Ach ja. Okay, okay, das wusste ich nicht. Warte mal, da unten ist irgendwas auf dem Weg. Okay, vielleicht müssen wir den Weg auch nochmal mit dem Auto fahren. Also ich gehe jetzt schon mal langsam hier in einen leichten Sinkflug. Ja, nochmal ein bisschen mehr Engine Power runternehmen. Ja, langsam schon mal landen. Keine Ahnung, was das für ein Haus ist, Leute. Damn. Ja, jetzt bin ich aber richtig gespannt. Das wird auf jeden Fall eine relativ lange Folge dann jetzt, aber das ist ja egal. Das ist ja cool eigentlich. Okay, wir landen langsam. Ganz langsam landen. Ganz entspannt. Will nichts kaputt machen. Der gute Helikopter. Guck mal. So, ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Langsam, lang. Ja, ja. Ah, perfekt. Perfekt. So, wir machen hier mal aus, den Motor alles. Ne? Wir bleiben jetzt stehen. Ich steige auch mal aus. Und jetzt gehen wir mal in Richtung Haus und schauen, was da drin ist. Okay, warte mal. Das Haus sieht ein bisschen aus wie Spooky's Jumpscare Mansion. Erinnert ihr euch? Das sieht fast genauso aus, oder? Was ist das? Cawthon Manor. Enter Cawthon Manor. Okay. Hier ist ein Bild von Golden Freddy Cinema. Das hier ist die Villa von Scott Cawthon? I don't know. Cawthon Manor. Oh. I'm still here. I always come back. Goldie will pay. Just like you, Henry. Park of Horror is not the end for me. Golden Freddy Cinema will release it, Henry. Alter. Wer ist das? Soll das William sein? In irgendeiner kranken Monsterform oder so? Er sieht ja richtig wild aus. Grüß dich. Grüß dich. Alter, hat er hier so ein sein hässliches Grinsen hier. Damn. Ey, es ist richtig creepy. Okay, warte mal. Hier waren noch mehr Türen. Hier ist noch eine Tür. Oh. Wo bin ich hier jetzt? Hier ist nichts. Ah, hier ist nichts. Okay, schade. Hier hinter ist auch nichts. Das heißt, wir haben jetzt in dem ganzen Gebäude hier nur das hier, nur diesen Hinweis. Oh Mann. Das ist echt alles, ne? Hier sind Schränke, hier sind zwar noch Räume und so. Können wir zu dem Fenster raus? Ne, können wir nicht. Yo, echt ist das alles? Ich meine, das ist ein sehr nicer Hinweis, aber ich habe gehofft, ich kann hier noch Animatronics freischalten. Okay, schade. Aber wir haben ja auf jeden Fall diesen Hinweis darauf, dass natürlich William auf keinen Fall erledigt ist. Der kommt zurück und wird sich hier noch um verschiedene Sachen kümmern. Aber damit habe ich schon gerechnet. Wir gehen mal wieder raus. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo was anderes rund ums Haus oder so. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht alle Animatronics sind. Vielleicht bin ich auch komplett lost. Und es waren alle Animatronics. Und ja. Na, warte mal, wir fliegen erstmal zurück zur Location und gucken mal, ob wir noch Animatronic-Slots frei haben, die wir freischalten müssen, weil, wenn... Der Hubschrauber ist weg. Nee, Bruder, muss ich jetzt zurücklaufen? Oh, Leute, ich habe richtig Glück gehabt. Wenn man das Spiel neu lädt, dann startet man direkt in der Location und ich muss nicht neu starten. Stell mal vor, ich hätte zurücklaufen müssen. Gar keinen Bock. Okay, wir gucken mal. Welche Animatronics haben wir alle? Ist hier noch irgendwo was frei? Oder waren das wirklich alle? Nein, eine Animatronic ist noch versteckt. Eine Animatronic haben wir noch. Ich wusste es. Eine Animatronic haben wir noch, die wir noch finden und freischalten müssen. Okay, okay. Das ist dann auf jeden Fall eine Aufgabe noch fürs nächste Video, dass wir alle Animatronics haben. Und ich will jetzt aber an der Stelle sagen, Leute, das war es ja immer für dieses Video. Wir haben jetzt nicht an der Location weitergemacht. Guck mal, wir platzieren aber noch irgendeine Animatronic, oder? Wir können ja Chica, glaube ich, platzieren, ne? Stellen wir Chica schon mal auf. Dann haben wir Chica schon mal hier stehen.
Aber Leute, ich würde jetzt einmal sagen, das war es ja immer für dieses Video. Wir haben richtig viel noch gesehen, richtig viel ist noch passiert, wir haben richtig viele Hinweise gefunden auf noch ein neues Spiel, was irgendwann mal kommt. Und wir haben jetzt noch Chica platziert. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Wir haben, wie gesagt, noch einiges zu tun. Wir bauen ja die Location noch ein bisschen weiter. Und um das Flugzeug freizuschalten, müssen wir ja jede Animatronic freigeschaltet und gekauft haben. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.